Teil 2 der merkwürdigsten Geschichten über P. Diddy. Über Partys, Begegnungen in seinen Musiklabelbüros, Hotels und anderen Orten, in denen teilweise schockierende Behauptungen aufgestellt wurden. And I came back and I seen for the Orbeez and won. Diddy and Ross and Khaled. They all... Das ist krass, Digga. Okay. Uff. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns endlich mal wieder ein Video von Flex Doku rein. Das Video heißt Teil 2 der merkwürdigsten Geschichten über P. Diddy. Hollywood did out, man. Ich bin gespannt, was hier passiert. Shoutouts gehen raus an Flex. Liebe geht raus an die ganze Community. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Wir gehen rein in den Peter. Let's go. Peter Eden, man. Und los. Yo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Alles easy, bruv. Ich hoffe, bei dir auch, Brudi. Im heutigen Video gehen wir auf die merkwürdigsten Geschichten über den Rapper P. Diddy ein. P. Diddy wild, Bro, sag ich dir ehrlich. Sag ich dir so, wie es ist. Also da habe ich ja schon... Wir haben schon auf das erste Video von Flex Doku reagiert. Und da wurden schon die ein oder anderen Stories ausgepackt. Und natürlich hat man das auch mal am Rande gehört. So. Ich habe sogar jetzt gehört, dass es sogar jemanden gibt, der jetzt offiziell sagt, dass P. Diddy auch quasi vom anderen Ufer ist. Also es kommt immer mehr raus über den Diddy. Es wird bestimmt hier auch erzählt. Ja, wir haben uns schon einige Videos zum Thema Hollywood, zum Thema Musikindustrie reingezogen, dass da komische Dinge laufen im Hintergrund so. Deswegen, ja, ist nichts Neues für uns, aber wir gucken mal, was hier passiert. Leuten, die um ihn herum sterben, krank werden und ins Koma fallen. Bis hin zu Behauptungen und Geschichten über Diddy-Partys und anderen Sachen von bekannten Persönlichkeiten wie DMX, Exhibit, Orlando Brown und Lecrae. Außerdem schauen wir uns... Ich habe auch gesehen, Digga, Joe Rogan hat ein Interview mit Cat Williams gemacht. Das ist auch eine Sache, die ich mir safe reinziehen will, Digga. Das wäre auch so der Content, auch das neue Andrew Tate-Interview ist auch nicht schlecht und so. Was man auf Englisch definitiv auch Reaction-mäßig machen könnte. Und dann selber auch Talks machen, wäre geil. Cassie-Fall und eine vor kurzem eingereichte Klage eines Produzenten an, in der teilweise schockierende Behauptungen aufgestellt wurden. Die Themen schwarze Magie, Leute, die P. Diddy verflucht haben soll und ein Mann, der nach einer Aussage gegen P. Diddy verstorben ist, sind auch dabei. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Uptown Records started with 5 people. The only 2 left are Puffy and Al almost died. I happen to know Diddy. Boys. How Puffy, he took oh shit to a club before and you seen a whole lot of men kissing and you seen a whole lot of weird stuff going on. What's up? That's crazy, bro. Been to a P. Diddy party? Hey, come on, come on, come on. Cause P. Diddy be wanting a party. And you gotta tell him no. I've been to a couple Diddy parties. I was like a slave, okay? For them, that's what I was. Digga, that's crazy. Seit Jahren kursieren Geschichten über P. Diddy. Über Partys, Begegnungen in seinen Musiklabelbüros, Hotels und anderen Orten, in denen teilweise schockierende Behauptungen aufgestellt wurden. Vor kurzem sind sogar einige dieser Geschichten offiziell geworden. Am 16. November reichte Cassie vor einem Bundesgericht eine Klage gegen Diddy ein. Deswegen, also wegen diesen ganzen Geschichten, für mich persönlich ist es auch so extrem wichtig, dass du an irgendwas glaubst, so weißt du? Dass du an Gott glaubst, dass du versuchst, den richtigen Weg zu gehen und dass du Moral hast, Digga, weißt du? Und Glaube, Faith, Morals, Bro. Dass du einfach das auch über Geld und Fame und diese ganzen Sachen stellst, Digga. Ich glaube, weil wenn du so bist, Digga, dann kommst du vielleicht nicht dahin, wo ein Diddy hingekommen ist, aber du kannst trotzdem eine Karriere machen und dabei stabil bleiben, so, weißt du? Und dich nicht auf die falsche Seite holen lassen, so. Und das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Sache. Deswegen war für mich auch, ich zum Beispiel schließe auch nicht aus, in Zukunft irgendwann mal wieder irgendwie Content zu machen, der jetzt also nicht nur Aufklärungsarbeit ist oder nur diepe Sachen oder nur spirituelle Sachen, sondern auch mal wieder was, wo man vielleicht auch mal wieder mehr Reichweite generiert, mainstreamige Sachen so, aber mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Spiritualität, mit dem richtigen Glauben, so dass ich, dass die Gefahr nicht besteht, dass ich mich selbst verkaufen würde, Digga, weißt du? Und das ist eine Sache, das ist halt bei den Leuten voll verbreitet. Viele Leute kommen von den Jungen in die Industrie, deren Gott und deren Glaube ist quasi Geld machen und Fame. Und das stellen die über alles, auch über Moral und über Glaube und über Gott und diese ganzen Sachen. Und das führt dann zu diesen ekligen, teuflischen Sachen, das, was die teilweise da tun. So. Ist crazy. Gegen Diddy umfasste mehrere Fälle, darunter Vergewaltigung, Körperverletzung und erzwungen mit männlichen Sexarbeitern.
Laut den Gerichtsunterlagen begann die Sache 2006, als er Cassie unter Vertrag nahm. Danach übernahm er angeblich die vollständige Kontrolle über ihr Leben. Einschließlich ihrer Wohnung, ihres Autos, ihrer Kleidung und sogar ihrer Krankenakte, um sie kontrollieren zu können. Tschüss. Nur einen Tag nach Einreichen der Klage einigten sich Cassie und Diddy außergerichtlich. Er soll ihr eine Summe von 30 Millionen Dollar gezahlt haben. Cassie hat unter anderem behauptet, dass Diddy oft männliche Prostituierte bestellt hat, die etwas mit ihr machen sollten. Zu dieser Behauptung gibt es eine sehr interessante Geschichte. Es ist halt aber auch so eine Sache, ne, die jetzt immer öfter passiert. Ich will da jetzt gar nicht sagen, ob das stimmt oder nicht oder was da dahinter steckt oder nicht so. Aber auf jeden Fall wird in letzter Zeit sehr oft kommen irgendwelche Mädels raus und sagen, ey, der und der hat mir vor so und so vielen Jahren mal irgendwas angetan. Ich verklag den jetzt so, weißt du? Und das ist schon eine sehr auffällige Geschichte, weil es heutzutage leider auch wirklich so ist, dass wenn Frauen sowas behaupten, dass man denen erstmal glaubt, so, weißt du, egal was der Mann sagt oder egal ob es Beweise gibt oder nicht, wie viele, ja, Digga, wie viele Stories habe ich in letzter Zeit gehört, ich weiß nicht, wenn du guckst einfach, Johnny Depp, Andrew Tate, bla bla, gibt's einige, gibt's sehr viele in letzter Zeit, die, wo irgendwelche Frauen nach vorne gekommen sind und gesagt haben, ey, der hat mir das und das vor 10, 20 Jahren angetan und dann landen die vor Gericht, weißt du, der Name wird schon, oder hier, wie heißt der andere, Russell Brand, so. Der Name wird dann zerrissen schon in den Medien, obwohl noch nichts bewiesen ist und dann ist deine Karriere eigentlich auch schon beschmutzt, so. Weißt du, das ist eine Sache, Digga, das ist schon crazy. Am 18. Mai 2018 wurde ein Mann verhaftet, der im Trump Tower mit einer Waffe hantierte und Sachen verwüstet hat. Als es zum Verhör kam, hat dieser Mann Sachen erzählt, die Behauptung von Cassie stützen. Er behauptete, dass er einer dieser männlichen Prostituierten war. Leute, ich will den Mann nicht diskreditieren, was man aber erwähnen muss, ist, dass behauptet wurde, dass er psychische Probleme hat. Der Grund dafür war, der sieht auch nicht richtig stabil aus, der Cousin, dass er diese Geschichten erzählt hat, ohne dass er gefragt wurde. Er hat einfach angefangen zu reden. Kurz zum Thema Psychosen im Zusammenhang mit diesen Themen. Natürlich kann man, was ich jetzt sage, nicht auf jeden psychisch Kranken beziehen. Aber es gibt manche Leute, die Psychosen entwickeln, weil sie zum Beispiel mit diesen Themen in Kontakt kommen und nicht darauf klarkommen. Wenn man zum Beispiel wie er auf einmal als Prostituierter auf Hollywood-Partys eingeladen wird und merkt, was für kranke Sachen da abgehen, besteht das Risiko, dass man sich auf bestimmten Substanzen anfängt, Filme zu schieben und vielleicht dadurch eine Psychose bekommt. Er hat in dem Verhör selber gesagt, dass er oft Substanzen mit Diddy konsumiert hat. Aber egal wie man es sieht, ist schon ein großer Zufall, dass ein männlicher Mann behauptet, er sei eine Person, die Diddy für sich bestellt hat, und Cassie behauptet dann 5 Jahre später genau das. Wer würde auf die Idee kommen zu... 5 Jahre später, Diggi, weißt du, wie ich meine? Warum... Digga. Er sei eine männliche Prostituierte. Ich will Diddy gar nicht in Schutz nehmen, weil ich bin mir sicher, dass Diddy auf jeden Fall auch ein verrückter Dude ist, so, ne? Und dass diese ganze andere Ufergeschichte so, hört sich für mich schon an, als ob da eine Wahrheit dran, also als ob da was Wahres dran sein könnte, so. Aber nichtsdestotrotz, ich frage mich immer, wenn jetzt so eine Cassie zum Beispiel rauskommt, bei der nicht mehr läuft, Digga, die keinen nicht mehr richtig Geld verdient und so, auf einmal nach 5 Jahren und sagt, ey, so und kassiert dann ein paar Millionen ab von Diddy, so, das ist dann schon so eine Sache, wo ich mich frage, so, ist das wirklich, weißt du, was ich meine? Der Mann soll nur kurz nachdem seine Aus... Warum jetzt, wo es so easy ist mit diesem ganzen, wie sagt man, wie heißt es, MeToo-Movement und so, dies, das, bla bla bla, ist halt mittlerweile gerade aktuell echt einfach easy. Das zweite Mal Aufmerksamkeit erlangt hat, verstorben sein. Und Diddy soll dahinter stecken. Im Internet wird noch immer gerätselt, ob das stimmt oder nicht. Was aber zu finden ist, dass davon berichtet wird, dass er kurz nach seiner Scheidung anfing, enorme Summen auszugeben. Er soll circa im Jahr 2014 noch circa 2000 Dollar im Monat verdient haben. Bis er sich einen Monat nach seiner Scheidung ein Grundstück im Wert von einer 750.000 Dollar gekauft hat. Das Interessante daran ist, dass er ebenfalls davon geredet hat, dass er Diddy verklagt hat, weil er ihn mit Herpes angesteckt hat und gewann. Er soll ca. 5 Millionen Dollar von Diddy bekommen haben. Krass. Basically, he would master tell me what to do with Cassie. I had like 15 encounters and I heard lots of business. Because what they would do is Sean talks a lot on the phone and on the TV with people and stuff, and I was like a slave, okay? For them, that's what I was. That's all right? I caught herpes, and I came back and I seen for the herpes and won. Diddy and Ross and Khaled, they all... Ooh! Diddy and Ross and Khaled, bro. Die sind alle schwul. Das ist krass, Digga. Der Mann hat auch andere Sachen erzählt. Er behauptete, dass man bewusst Substanzen in Musik pusht, um da mehr zu verkaufen.
Einige Rapper sind selber Dealer und machen sozusagen Werbung in ihren Tracks für die Substanzen. Sie manipulieren sozusagen die Leute, um ihren Profit zu steigern. Nebenbei mal zu... Also ich kann mir schon gut vorstellen, ich muss das jetzt sagen, Digga, ich kann mir schon gut vorstellen, dass die gegen Khaled auf jeden Fall irgendwas in der Hand haben, so. Deswegen sagt er auch nichts zu Israel und Palästina, so meiner Meinung nach, weißt du? Das liegt genau an dieser Diddy-Connection, meiner Meinung nach, so, weißt du? Weil wir wissen auch, wer hinter jedem schwarzen Artist steckt, auf jeden Fall jemand, der das nicht fühlen würde, wenn er jetzt pro-Palästina posten würde. Sagen, drücken wir es mal so aus. So. Und deswegen, Mann, Bro, ich kann mir so eine Sache wirklich vorstellen. Und so ein Diddy, der wirkt doch manchmal ein bisschen fruity, Digga, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Thema, gibt es auch ein paar sehr krasse Behauptungen. Und zwar wird diese Behauptung auch von Pharmakonzernen gemacht. Pharmakonzerne sollen einigen Rappern Millionensummen zahlen, um zum Beispiel den Namen ihres Produkts in den Tracks einzubauen. Oder es einfach zu promoten. Bestimmt kennt ihr die Namen Xanax oder Percocet. Ja, normal, Bro. Das ist überall. Die Firma, die Percocet produziert, soll angeblich Future Millionenbeträge zahlen, damit er immer wieder von Perks rappt. Die meisten der Rapper nehmen diese Sachen nicht mal. Sie pushen es in den meisten Fällen, nur weil es sowas wie ein Placement ist. In diesem Video geht es nicht um Future, aber zu dem gerade besprochenen Thema ein sehr interessanter Ausschnitt. Ich glaube halt, das habe ich auch gestern im Andrew Tate Interview, hat er das auch gesagt, er hat auch ein Angebot bekommen von einer Marke, mit der, also damals, bevor er gecancelt wurde, die ihn sponsoren wollten, aber dann hätte er halt gewisse Sachen nicht mehr sagen dürfen, so, weißt du? Und das ist ein ganz einfaches Tool, um die Menschen zu kontrollieren, weißt du, wie ich meine? Gerade so Leute in der Öffentlichkeit, Rapper, Influencer, YouTuber, dies, das, die kriegen dann Sponsoring-Verträge von großen Firmen, wo dann drinsteht in den Verträgen, was die noch sagen dürfen und was nicht, so. Und auch teilweise, was für Klamotten die tragen müssen, was die promoten sollen. Und deswegen endet es auch so, dass die halt eigentlich immer nur die Sachen promoten, die zur Agenda beitragen. Und ich bin mir auch sogar sicher, dass auch viele von denen das gar nicht wissen, weil die sagen sich, scheiß drauf, ich will einfach nur Geld machen und Fame werden. Wenn das im Vertrag drinsteht, dann steht's halt drin. Die machen sich gar keine Gedanken über den größeren Plan dahinter. Und sind teilweise sogar vielleicht nicht mal wirklich jetzt irgendwie auf irgendeinem teuflischen Vibe und machen irgendwelche Rituale oder so ein Scheiß, Digga. Die machen einfach das, was im Vertrag drin steht. Weißt du? If they like your music, they're listening to it over and over and over. It's programming. And they might try some of those things they hear you talk about. I remember. Of course. I had a conversation with Future one time in the studio. And he said something that I will never forget. And he laughed while he said it. Die promoten ganz viele Sachen, die selber nicht machen, so. Weißt du? Viele von den Mädels gerade hier, so Frauenartists und so, die promoten auch dieses Boss Bitch und Fuck Around und Pop Your Pussy und bla bla bla. Aber haben einen Mann zu Hause. So. Weißt du, was ich meine? Und sind treu und machen die ganze Scheiße, machen die nicht. Ja? Und die wissen halt, was ankommt und was die Leute gerade aktuell hören wollen. Der Mainstream. He was like, yeah, you know, people be thinking I do, doing a lot of drugs because I rap about it all the time. But they don't even be knowing I'm a lightweight. I said, in my head. Because there are a lot of people that are huge Future fans, for instance. And that's how they're gonna feel closer to him because they're doing what they're hearing him rap about. Mm-hmm. Not facts. Knowing that he's he not. He ain't on it like that. Not like that, no. Okay. Da hat die Nicki Minaj mal einen ausgepackt, oder was? Ich küsse dein Herz. Genauso wie diese, wisst ihr noch, Tilly Dean? Die haben doch auch fette Songs gemacht hier, Sambra, Capital Bra und so. Voll Gas gegeben. Zu den merkwürdigen Geschichten über Diddy. Gestern ist nun wieder ein neuer Fall ans Tageslicht gekommen, in dem noch krassere Behauptungen gemacht wurden als in dem Cassie-Fall. Der ehemalige Produzent von Diddy, Rodney Jones, hat ihn in einer 73-seitigen Klage mehrerer schwerer Straftaten beschuldigt. In dem von Jones Anwälten verfassten Schreiben wird von Aufnahmen und Beweisen erzählt, die über einen langen Zeitraum gesammelt wurden und die Diddy schwer belasten sollen. Diddy soll dem Produzenten gesagt haben, wenn er etwas mit ihm anfängt, er ihm einen Grammy für den besten Produzenten des Jahres besorgen kann. Und nicht nur Diddy wurde angeklagt, sondern eine Liste von Labels und Personen. Diddy soll unter anderem Leute angeschossen haben oder sie versucht haben, gegen ihren Willen unter Substanzen zu setzen. Zum Beispiel behauptet der Produzent, dass er glaubt, dass Diddy ihm was ins Getränk gemacht hat, er dadurch bewusstlos war und Diddy dann was... Das ist Größenwahnsinn. ...ihm gemacht hat. Auch hat er ein paar andere Sachen erzählt. Lass das, Mann. Wenn du spirituell nicht gereift bist und dann keine Moral hast, Digga, und dann ganz viel Geld und Macht bekommst, dann bist du einfach... Ja, du kannst dich so schnell verlieren, Digga. Das habe ich schon damals im Kleinen gemerkt, wo ich noch nicht richtig gefestigt war in mir und meiner Persönlichkeit und dann Fame und Geld auf einmal hatte, so, ne? Wie du dann anfängst auszuticken und dann Dinge zu tun, die du eigentlich nicht tun würdest, so. Und dann merkst du, Digga, wie das dich auch
dunkle Sachen reintreiben kann, wenn du da nicht aufpasst, so, weißt du? Und wenn du nicht diese Connection hast zu dem Guten und versuchst einfach ein guter Mensch zu sein. Ja, Digga, das geht ganz schnell, Freunde, wirklich. Das ist gar nicht so, weißt du? Und umso mehr Fame, so mehr Geld auf einmal kommt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du abdriftest. Diddy soll einen bestimmten Security-Angestellten haben, der sich um die groben Sachen kümmert und Leute verschwinden lassen kann. Außerdem hat er Kontakte zu Ermittlungsbehörden und kann Leute einfach so aus Polizeikontrollen und anderen Sachen rausboxen, solange der Fall noch nicht zu breit getreten ist. Den Künstlern von Bad Boy wurde zum Beispiel gesagt, dass wenn sie in Polizeikontrollen geraten, einfach diesen Mann anrufen sollen und der wird sie da rausholen. Krass. Eine der krassen Behauptungen, die in diesen Dokumenten gemacht wurde, ist, dass Diddy seinem Angestellten Leon, was war denn bei dir ein Beispiel, wo du rückblickend sagen konntest, das war schon kritisch, wäre mal interessant. Generell so Ego, zu viel Ego, weißt du, was ich meine? Zu viel ego-technisch unterwegs gewesen. Geld teilweise für Sachen ausgegeben, wo ich mir im Nachhinein dachte, so Bro, was hast du gemacht? Also ich hab mich von diesem Hype und von diesem Geld und von diesem ganzen Shit, was damit einhergeht, ein bisschen zu krass beeindrucken lassen, sodass ich dann nicht mehr so den Fokus auf die wichtigen und richtigen Sachen gelegt habe, weißt du? So, ich hätte viel intelligenter mit dem Ganzen umgehen können und es mehr wertschätzen können, weißt du? Aber als junger Dude nie Geld gehabt, konnte mir nie Klamotten kaufen. Wir waren immer am Struggeln, so. Meine Mutter, alleinerziehende Mutter, zwei Söhne. War heftig, dann das erste Mal Geld zu haben, dann tickt man halt ein bisschen aus, weißt du? Alkohol, Drogen, Partys, man denkt dann man so Rockstar-Lifestyle ein bisschen, weißt du? Ich bin froh, dass ich immer eine Connection zu Gott hatte und dass Gott mir immer gesagt hat, ey, Bruder, du übertreibst gerade, weißt du? Und dass ich immer wieder Zeichen geschickt bekommen habe und Dinge passiert sind, die mich dann wieder zurückgeholt haben, so. Aber es gab definitiv Phasen, wo ich meiner Meinung nach im Nachhinein betrachtet einfach übertrieben habe, so. Und ja, meiner Meinung nach sogar auch ein Grund dafür, dass, ich noch nicht wirklich dieses, weil ich glaube, hätte ich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch mehr bekommen, noch mehr und dann Millions gemacht und dann wäre es vielleicht noch extremer geworden. Ich habe das Gefühl teilweise, dass Gott mich auch davor beschützt hat und mir auch für das Richtige, was ich getan habe mit dem Treppenhaus-Video, erstmal alles wieder genommen hat, damit ich mal wieder meine Moral finde, meinen Kern finde, das Gute finde. Und ich bin auch überzeugt davon, dass Gott mir nochmal Segen schenken wird, auch finanziell und so. Und dass ich dann anders damit umgehen werde, so, weißt du? Wie gesagt hat, dass er etwas vor laufender Kamera mit einem anderen Mann machen soll, um den Produzenten davon zu überzeugen, etwas mit ihm zu machen. Davon gibt es sogar Aufnahmen, die mit der Klage eingereicht wurden. Ich zitiere euch mal, was geschrieben wurde. Herr Combs ging sogar so weit, ein Video zu teilen, in dem Stevie G in einen kaukasischen Mann eindringt, ohne Kunden. Oh shit, Digga. Stevie G oder was? Und Mr. John. Shoutouts gehen raus an Steve G, Bruder. Angst vor der Homosexualität zu nehmen. Laut Mr. Combs ist dies eine normale Praxis in der Musikindustrie. Diddy wollte ihm sozusagen andeuten, schau mal her, das ist ganz normal in der Musikindustrie. Boah, Digga. Er macht es, sogar Stevie G. Ein Abschnitt darunter wird behauptet, dass Diddy dem Produzenten gesagt hat, dass er etwas mit drei Leuten gehabt hat. Wer weiß, für wen Diddy noch arbeitet, warum der das macht. Vielleicht geht es auch in so eine Epstein-Richtung rein, dass der auch einfach nur ein Agent ist, so. Der dann auch die Sachen aufnimmt, damit die, weißt du, damit gewisse Leute was gegen diese Leute in der Hand haben und die nicht aus der Reihe tanzen, wenn ich das so sagen darf, weißt du. Wenn du reich bist und dazu noch Drogen konsumierst, das ist das Ende. Ja, und das Blöde oder das Gefährliche an der Geschichte ist halt, wenn du dich in gewissen Kreisen befindest, so. Gerade wenn es mit Öffentlichkeit so, Fame, so YouTuber, Rapper, dies, das, bla bla bla, dann, bei denen ist das normal, Digga. Weißt du, in der Szene ist das wirklich normal. Da gibt es nur eine Handvoll von Leuten, die da stabil bleiben und Abstand davon halten. Aber die meisten Leute sind das jetzt zum Beispiel nicht so, wenn du jetzt professioneller Boxer bist oder so, da sind alle auf Sport, dies, das, bla. Aber gerade bei diesem Fame, Öffentlichkeit, Influencer, Rapper, dies, das, ist es leider sehr weit verbreitet, auch weil ich glaube, dass viele von den Leuten, die sowas machen, auch mental nicht 100% stabil sind, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle. Im Vorhinein erwähnt Stevie G, einem Rapper und einem R&B-Sänger. Der R&B-Sänger soll Usher sein. Auf diese Geschichte bin ich in dem ersten Teil eingegangen. Wen es interessiert, erster Link. Das ist so krass, man ist mit diesen ganzen Artists auch groß geworden, ne? Usher, Diddy, dies, das, hat man damals brutal gefühlt. Beschreibung. Der Rapper soll Meek Mill sein. Oh shit, nein, Digga, hör auf, Bruder. Wurde behauptet, dass dieser Rapper aus Philadelphia kommt und mit Nicki Minaj zusammen war. Das trifft auf Meek Mill zu.
Nun sind wieder alte Aufnahmen aufgetaucht, die von manchen natürlich nicht gerade vorteilhaft für Meek Mill gedeutet wurden. Man, you doing it, man. You deserve it, daddy. You deserve it, Daddy. Bro, das sind so Sachen. Digga, wisst ihr noch, der eine, wie hieß er nochmal hier im Chat? Der hat doch auch immer Daddy gesagt, Digga. Der hat doch mal irgendwann in den Chat reingeschrieben, zieh mal dein T-Shirt aus, Daddy, oder so ein Scheiß. Das auf jeden Fall, Bro. Also kein normaler Mann, richtiger Mann redet so. Auch nicht aus Spaß. Du nennst nicht einen anderen Mann Daddy, Bro. Das machst du einfach nicht. In that work. Proud of you, I love you. Yeah. Auch dieses Yeah, Fruity Hidden Man, Alter. Hat darauf auch schon geantwortet. Er sagt, dass diese Behauptungen nicht stimmen. Es wurden noch so viele weitere Sachen behauptet, dass mich nicht wundern würde, wenn Diddy bald in den Knast kommt. Wenn es in Amerika sowas wie öffentliches Interesse gibt, wird auf jeden Fall ermittelt. Es ist von unter 18-Jährigen die Rede und mehreren Leuten, die einfach beseitigt wurden. Ja, Digga, das geht halt auch wieder in so eine Richtung rein, jetzt alle gegen Diddy auf einmal so, da bin ich dann auch wieder so, es gibt bestimmt einen Grund, warum die den Nigger aus dem Weg räumen wollen, so. Der ist wahrscheinlich auch wieder ein Schwarzer, der zu viel Geld verdient, so wie Kanye, Digga, den muss man jetzt irgendwie auch ein bisschen humblen, so. Dass immer zu einem Zeitpunkt alle auf einmal alles auspacken, ist auch immer so eine Sache, da muss man hellhörig werden. Kommen wir zu einer anderen Geschichte. Nachdem nun die Sache mit Cassie aufgeflogen ist, ging eine Radio... Daddy dürfen nur Frauen sagen, ist so. Talkshow-Moderatorin namens Wendy Williams viral, die schon vor 30 Jahren versucht hat, Diddy zu exposen. Auch hat sie bevor... Daddy den Man, Alter. Cassie-Geschichte... Und los. ...offiziell wurde, immer wieder von der Unterdrückung Cassies durch P. Diddy geredet. Wendy begann 1994 für den New Yorker Radiosender Hot 97 zu arbeiten. Hot 97 startete ungefähr zu der Zeit, als Bad Boy auf den Markt kam. Bad Boy waren die Hauptleute, die den Radiosender mit Musik und Interviews von Künstlern versorgt haben. Später fing sie an zu behaupten, dass Diddy etwas mit Männern hat und sie ein merkwürdiges Foto von einem Mann und Diddy hat, das sie veröffentlichen wollte. We come from a very homosexual era of hip-hop as well. Digga, das habe ich damals schon gehört. Ich hab einfach nicht hingehört. Weißt du, wie ich meine? Ich hab einfach nicht hingehört. Weißt du? So. Wenn jemand das gesagt hat. Man hat damals schon, Mann, ich weiß noch, ein Kumpel von mir, Shoutouts gehen raus am Bardo, Digga, der war schon immer so in diesen Conspiracy-Vibes unterwegs, der hat schon immer, Bruder, glaub mir, die sind alle gay, Digga, die nehmen ihn in den Mund und so, dies, das, bla. Das gehört dazu in Hollywood, bla, und so. Denkst du halt nicht, dann ziehst du dir diese Motherfuckerei mit Girls im Video und so, ach komm, Bruder, was laberst du? Aber das Gerücht geht schon lange rum. It was a radio personality once upon a time, her name was Wendy Williams, and she was practically burned at the stake! For talking about such. And now it's all come full circle. Diddy soll sofort dafür gesorgt haben, dass sie gefeuert wird. Diddy soll damals gedroht haben, dass keines der Labels je wieder irgendwas bei diesem Radiosender spielt. Deshalb wurde Wendy Williams letztendlich rausgeschmissen. Sie hat danach zuerst mal keine Jobs bekommen, bis sie letztendlich doch wieder Fuß in der Unterhaltungsbranche gefasst hat und sogar eine Show bekommen hat. Nachdem sie wieder über Diddy hergezogen ist, ist sie schwer krank geworden. Sie ist psychisch in einer ganz schlechten Verfassung und soll vor kurzem die Diagnose Aphasie gekriegt haben. Okay. Und angeblich soll Diddy der Grund für ihre psychischen Probleme sein. Wendy Williams said she had him in a compromising position and like he was gay or something like that. She was gonna put it out. They stopped her from putting it out. Wendy Williams gesundheitlicher Abstieg soll bei einem Vorfall angefangen haben, den sie live vor einem Millionenpublikum hatte. Sie ist vor laufender Kamera zusammengebrochen. Auf den Aufnahmen zu sehen, wie sie plötzlich Panik bekommt. Und es schien so, als ob sie etwas gesehen hat. It's always a lot of fun. Let's get started. Our first caress. Oh shit. Oh shit. This is fucking mind control, bro. Hört sich bestimmt für einige von euch komisch an, aber es soll etwas mit schwarzer Magie und ein... Digi, das ist MK Ultra, Digga, so, bro. ...Fluch zu tun gehabt haben. Ihr habt wahrscheinlich alle gesehen. Die hat bestimmt ein Triggerwort gehört. Wie sie reagiert hat. Als ob sie irgendetwas. So wie die fucking Spears auch. Gesehen hat. Es gibt verschiedene Methoden, einen Fluch auf eine Person zu packen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel durch ein Ritual, bei dem DNA in Form. Smart Dust. Blut oder ähnlichem verwendet wird, um damit ein Ritual zu machen und so einen Fluch auf die jeweilige Person zu packen. Eine andere Möglichkeit sind Zaubertränke. Hört sich bestimmt für einige von euch verrückt und wie aus einem Harry Potter Film an, aber es gibt wirklich Leute, die so etwas produzieren. Zaubertränke können für die verschiedensten Sachen genutzt werden. Zum Beispiel gibt es Zaubertränke, damit sich Leute verlieben, um Personen zu trennen,
Elixiere zur Verbesserung des Wohlbefindens. Das wild. Aber auch solche, um Flüche auf Personen. Ich will den Saft von Dings hier, von Miraculix haben, Bro. Zu legen. Man kann es ihnen zum Beispiel ins Getränk oder ins Essen mischen und sobald sie es zu sich nehmen, sind sie verflucht. Flüche. Gummibärchentrank, Digga, oder den. Geil. Können auf unterschiedliche Weise wirken. Ob das immer genauso eintrifft, ist eine andere Frage. Aber es gibt Flüche, die dazu führen, dass Menschen Pech haben sollen, krank oder verrückt werden sollen und noch viel mehr. Die Zaubertränke werden aus den verschiedensten Sachen gemacht, aber die Flüche erzeugen sollen, bestehen oft aus giftigen und psychoaktiven Substanzen. Das heißt, wenn man sie nimmt, kriegt man sowas wie einen Horrortrip. Ich sag ehrlich, ne, ich bin mittlerweile so ein Verfechter vom Bewusstsein und dass du deine eigene Realität steuern kannst und dass du, wenn du selbst Verantwortung übernimmst, kein anderer so einen heftigen Einfluss auf dich und dein Leben nehmen kann, dass du selbst nicht mehr in der Kontrolle bist. Und deswegen glaube ich, selbst wenn mich jemand verfluchen würde, aber ich bewusst das einfach nicht annehme und einfach nicht zulasse, kann man mich nicht verfluchen, weißt du? Man muss schon daran glauben, glaube ich, damit es funktioniert. Aufnahme von Wendy Williams aufgefallen ist, schien es so, als ob sie irgendetwas... Impfschaden, mehr nicht. Einflüssendes gesehen hat, das sonst keiner wahrgenommen hat. Sie hatte so sehr Panik, dass sie in Ohnmacht gefallen ist. Sogar bis heute sieht man noch, dass dieser Schock in ihrem Gesicht sitzt. Ihre Augen waren vor dem Vorfall nicht so. Oh shit, Bruder, richtig creepy, ja. Hat auch nichts mit ihrer Krankheit zu tun. Oh, Digga. Bruce Willis hat dieselbe Krankheit. Das creept mich gerade. Und er schaut nicht so aus. Es kann sein, dass man irgendetwas ins Getränk oder ins Essen gemischt hat und sie deshalb durchgedreht ist. Noch dazu sollen bei Zaubertränken, genau wie bei echter Magie, immer Dämonen im Spiel sein. Wer sich noch an die Magie-Doku erinnern kann, in dem Video haben ein Ex-Magier und Christopher Lee, die selbst involviert sind, gesagt, dass Magie durch die Arbeit von Dämonen möglich gemacht wird. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Zaubertränke. Aber anscheinend wirkte dieser von Wendy so, dass man sie durch die Substanzen sozusagen auch für Dämonen gemacht hat und diese den Rest gemacht haben. Das könnte die Szene auch ein bisschen erklären. Auf jeden Fall soll Diddy dahinter stecken. Ich habe auch mal von Cardi B so einen Livestream gesehen, wo die auf einmal über Dämonen angefangen hat zu reden und ihre Augen so komisch verdreht hat und so. Bruder, das ist crazy. Dem Wendy Williams das zweite Mal anfing, über ihn herzuziehen und er... Ich sag ehrlich, bei Wendy Williams hier gerade bei ihr saß, das sah mir schon verdächtig nach MK Ultra aus, Bro. Weil nicht dafür sorgen konnte, dass sie gefeuert wird, soll er andere... Diese Zaubertrankgeschichte, I don't know. ...wir versucht haben. Eine amerikanische Influencerin, die selber an solche Dinge involviert ist, hat zum Beispiel gesagt, dass Diddy und andere in der Szene Gebrauch von diesen Sachen machen. Ob man es glauben will oder nicht. Auch hat sie einige Dinge erklärt. Not just Cassie, it's not just Kim Porter, it's so many other people. And by the way, in P. Diddy's case, the ritual, yes, the ritual that they use in order to conjure up energy, call it sex magic, call it black magic, call it whatever you want, but they do that, okay? So never think that it's crazy and people don't do it. They do all kinds of energetic. It seems stupid to us if you say, I'm going to sacrifice somebody. That seems dumb. It's like sacrifice them for what? But energetically, they're taking that energy. They are consuming that energy. When that happens, they get more energy. No. Cassie soll eigentlich... Die glauben an so einen Scheiß, Bro, sag ich euch so, wie es ist. ...ganz gut aus der Sache rausgekommen sein. Gerüchten zufolge wurden andere Lebensgefährten und Partner einfach aus dem Weg geräumt. Gehen wir mal auf ein paar von ihnen ein. Zuerst mal seine letzte Partnerin, Kim Porter, die Mutter seiner drei Kinder war. Porter starb 2018 im Alter von 47 Jahren, angeblich an einer Lungenentzündung. Krass. Viele nahestehende Personen, wie zum Beispiel der Ex-Mann, bezweifeln das. Er postete kurz nach ihrem Tod folgenden Beitrag. Ich weiß sehr genau, dass Kimberly nicht plötzlich wegen Lungenentzündung ausgecheckt hat. Das ist Blödsinn. Hier gerate ich in Schwierigkeiten. Er sagte, dass sie ihm vor ihrem Tod gesagt hat, dass sie auf der Flucht sei. Er sagte ihr, sie soll das FBI einschalten, was sie nicht gemacht hat. Eine kurze Zeit nach diesen Beiträgen ist Ellen ins Koma gefallen. Nach der P. Diddy-Sache sind einige alte Interviews wieder an die Oberfläche gelangt. Da wird's eklig, Digga. ...über P. Diddy gesprochen wurde. Eins war von Jagger Wright. Sie erklärte, dass mehrere prominente Persönlichkeiten von Uptown Records, nachdem sie Bücher schreiben wollten, in denen sie Geschichten erzählen wollten, die eigentlich privat bleiben sollten, gestorben oder schwer krank geworden sind. Darunter waren Uptown Records Gründer Andrea Harrell, Heavy D, Kim Porter und LB Shure, von dem wir vorhin geredet haben.
Wright vermutet, dass Diddy hinter allen Todesfällen und Krankenhauseinweisungen steckt. Noch dazu behauptete sie, dass bei einer ersten Obduktion Giftstoffe in Kim Potter. Number Cruncher fragt mich gerade, glaubst du aber for real, dass die da Leute hops nehmen in irgendwelche Kellern? Klingt ein bisschen crazy. Bro, das Ding ist, alles, bevor es rauskommt, klingt ein bisschen crazy. Es klingt auch ein bisschen crazy, dass irgend so ein Typ, der eigentlich niemand ist und kein Talent hat, eine Insel hat in der Karibik irgendwo, wo jeden Tag oder jede Woche irgendwelche großen Politiker bis zu amerikanischen Präsidenten, Rapper, Sänger, Wissenschaftler hinfliegen und Sex mit Kindern haben, Digga. Weißt du, wie ich meine? Oder mit Minderjährigen so. Das klingt auch crazy, bis es rausgekommen ist. Weißt du? Deswegen, ich würde nichts mehr ausschließen. Gerade wenn es in diese Richtungen reingeht von Macht und Geld. Bruder, diese Leute, die haben keine Moral, die glauben nicht an Gott, die glauben, Bro, die beten den Teufel an teilweise. Für die ist Geld Macht und Machtausübung, das ist für die heilig, weißt du? Und deswegen, ich würde sowas niemals ausschließen. Bin ich jetzt derjenige, der da war und es gesehen hat und der hinter die Kulissen guckt und sagt, dass jeder in der Industrie da involviert ist und jeder von denen irgendeine Scheiße am Stecken hat und irgendwie einen Keller hat, wo der irgendwelche Leute zurichtet oder so? Nein, auf keinen Fall. Aber dass da Dinge passieren, die wir nicht wissen, und wenn wir sie hören zum ersten Mal in so einem Video, wir dann denken, nein, kann ich mir nicht vorstellen, hört sich zu crazy an. Ja, Digga, so. Solche Sachen passieren wirklich. Es hört sich auch crazy an, dass jeden Tag Millionen Kinder auf der Erde verschwinden einfach. Warum verschwinden die? Wo gehen die hin? Wer macht was mit denen? So. Wir beschäftigen uns nicht damit, deswegen hört sich das für uns crazy an, wenn wir mal solche Geschichten hören mit den Tunnels in New York oder so. Aber sowas passiert halt wirklich leider. Blut gefunden wurden und der Tod angeblich zuerst als Mord eingestuft wurde, bis man beim zweiten Mal dann gesagt hat, es war eine Lungenentzündung. Noch dazu wird behauptet, dass Diddy etwas mit dem Tod des Gerichtsmediziners zu tun gehabt hat, der den Fall übernommen hat. Kim died from pneumonia, but there's the first coroner's report that said that she died. It was ruled a homicide and they found toxins in her body to prove that she had been poisoned. You know, they have poisons. Ihr müsst euch auch so vorstellen, ne? Wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo es so extrem wichtig ist, das Narrativ zu kontrollieren, dass die halt auch auf der sicheren Seite sein müssen, dass wenn Menschen, die Stars werden, zu denen ganz viele Leute aufgucken, gerade junge Leute so, dass die kontrollieren können, was diese Leute von sich geben oder was die pushen so. Weil für die meisten Kids heutzutage sind nun mal die Rapper und die Influencer und diese ganzen Leute deren größte Vorbilder. Das sind die, an denen die sich orientieren. Und natürlich ist dann am Interesse von den Leuten, die das Narrativ kontrollieren, auch diese Menschen zu kontrollieren, weil zu denen halt ganz viele junge Leute aufgucken. Und dann müssen die halt irgendwelche Tools oder irgendwelche Mechanismen etablieren, wie man diese Menschen kontrollieren kann. Und dann kann man immer weiter spinnen, Bro. Create heart attack and pneumonia-like symptoms. You want to know what they all had in common, though? The survivors and the late of Uptown Records, they were all writing tell-all books. Eine Geschichte, die wir uns anschauen, hat weder was mit homosexuellen Aktivitäten noch mit Hollywood-Partys zu tun, sondern mit der Art, wie Diddy Geschäfte macht. Wright erzählte, dass er nur untalentierte Künstler sein und diese dann oberflächlich talentiert macht. Er holt jemanden, der die Texte schreibt, jemanden, der das Ganze gut produzieren kann und macht untalentierte Leute berühmt. Das macht er aus dem Grund, weil man diese leichter und besser kontrollieren kann. Wenn ein Künstler wirklich denkt, dass er talentiert wäre, könnte es sein, dass er arrogant wird und nicht mehr das macht, was ihm gesagt wird, weil er sich denkt, ich bin ein guter Künstler. Ich werde auch ohne ihn Erfolg haben. Das kann vielleicht dafür sorgen, dass Diddy einen Künstler aufbaut und dieser nach der Vertragslaufzeit sein eigenes Ding macht oder ein besseres Bro, der Cousin, hier so, der hat schon ein bisschen andere Ufer-Vibes, Digga, oder? Sehr ehrlich. Das soll einer der Gründe sein, warum Diddy diese... Hier eben, wie er seine Zunge geleckt hat und so, guck mal. Das kann vielleicht dafür sorgen, dass Diddy einen Künstler aufbaut und dieser nach der Vertragslaufzeit sein eigenes Ding macht oder ein besseres Angebot holt. Das soll einer der Gründe sein, warum Diddy diese Sommercamps und Fernsehshows wie Making the Band hatte. Er nimmt sich einfach die Leute, die am Beakbusten sind und formt diese, wie er will. Er produziert sozusagen Industry Plans. Schon immer hatte er die Ufer-Vibes, Digga. Ufer it out, man, Alter. Song, was geht ab? Von dem verstorbenen Rapper DMX sind auch ein paar sehr interessante Aufnahmen aufgetaucht, wo er bestätigt, wie Diddy mit seinen Künstlern umgeht. Wenn es mal wirklich talentierte Künstler in sein Label schaffen, werden diese unten gehalten. Außerdem zieht er die Künstler mit den Rechten der Musik ab. Sie schreiben zum Beispiel Songs für ihn, für die sie keine Credits bekommen. You know, they got signed. They were a safer group. You know, Puff signed them.
And it was a blessing and a curse because they were happy about getting signed first, and they were on the Benjamins and shit was going. But then he made him jiggy and put him in suits and made them write lyrics for him and took all their publishing and raped them. Like, damn. I'm glad I didn't, you know, like. Die nächste merkwürdige Geschichte erzählt uns Exhibit. Vor kurzem wurde dieser Ausschnitt von einem Exhibit-Interview gepostet, in dem er über eine bestimmte Story von Diddy gefragt wurde. How Puffy, he took you to a club before, and you seen a whole lot of men kissing, and you seen a whole lot of weird stuff going on. You know, you seen a whole lot of gay stuff going on. If you don't mind, man, what's the backstory behind that? Oh, shit. Man. Hau raus, Junge, jetzt. Man, I ain't gonna touch that shit, man. Fuck that shit. Wenn man ein bisschen im Internet sucht, findet man diese Geschichte aber noch. Er wurde vor ca. 15 Jahren in eine Radioshow eingeladen und erzählte von einer Party, zu der ihn Diddy eingeladen hat. Er sagte, sie waren zuerst bei Diddy zu Hause und schon als er ankam, ist Diddy rausgekommen und hat ihn auf die Frau angesprochen, mit der er da war. Er sagte ihm, diese Frau ist der Teufel. Exhibit fragte ihn, was er damit meint. Diddy antwortete, sie nimmt dich auf, während sie dir Finger in den Hintern steckt und lässt dich dann mit den Aufnahmen. Exhibit hat sich gefragt, was das was labert der Digga? Deuten soll und sprach die Frau später am Abend darauf an. Diese fing an zu lachen und sagte ihm, dass sie die Geschichte später erzählt. Später in der Nacht hat Diddy vorgeschlagen, dass sie in einen Club fahren. Als sie in dem Club ankam, deutete die Frau, die mit Exhibit unterwegs war, auf zwei Männer, die sich geküsst haben. Eine kurze Zeit später zeigte sie auf einen weiteren Typen, der nackt rumgetanzt hat. Exhibit sagt, es schien für ihn so, als wäre das ein Club gewesen. Er behauptete, er ist schon in unzähligen Clubs in Miami gewesen und er ist noch nie zufällig in einen Club gerannt, wo so etwas passiert ist. She pointed over the corner, it's two dudes kissing. You know what I'm saying? I'm like, the fuck is this? You know what I'm saying? Krass, Digga. I'm like, okay, then it's girls in the club too. And then she pointed another direction, it's another dude over there, like, butt-ass naked dancing. Bosworth Ben. You know what I'm saying? We take off, man. You know what I'm saying? We leave the club so directly. I didn't say peace to nobody. Das ist krass, ja. Nobody. Yeah, it was a suspect. A lot of suspect. The club was called. Stell dir vor, du läufst in so einem Club, bro. You could chalk it up to being in Miami or whatever. I never blame it on the alcohol. I've been in a gang of clubs, man. The club was called. And I ain't never mistakenly stepped into a club having that kind of activity. You know what I'm saying? So. Der Schauspieler Orlando Brown hat ebenfalls ein paar sehr merkwürdige und verstörende Aussagen über Diddy gemacht. Leute, bei Orlando Brown muss ich auch erwähnen, dass er psychische Probleme hat. Oft wird von Leuten behauptet, dass sie psychische Probleme haben, um sie zu diskreditieren. Aber leider gibt es einige, bei denen es wirklich zutrifft. Das heißt ich natürlich sage, also ich sage, dass ein Großteil von den Leuten, Orlando Brown war glaube ich auch einer, der war ein Kinderstar, ne? Großteil von den Leuten, gerade die Leute, die so früh in die Industrie reingekommen sind, aber auch normale Künstler, Artists, die so viel Fame und Dings haben, haben oben ein bisschen Knacks. So. Da gehe ich so weit und sage 90% der Leute. Alles, was sie reden, Schwachsinn ist. Nur ich muss euch darauf hinweisen. Der Grund für die kaputte Psyche von Orlando Brown soll Hollywood sein. Wie viele andere Disney-Stars hat auch er in seinem Alter psychische Probleme entwickelt. Er ist schon seitdem er 6 Jahre alt ist vor der Kamera. Und soll. Was sagst du zu Kanye West, Bro? Oh, Kanye auch. Schwierige Geschichte, mein Jutster. Angaben nach von Will Smith und P. Diddy vergewaltigt worden sein. Gegen Diddy hat er schon bevor er psychische Probleme gekriegt hat, immer wieder Andeutungen gemacht. Zum Beispiel vor 6 Jahren. It's nasty. I happen to know Diddy boys. It's nasty. He liked to play with people's pennies. He liked to play with people's pennies. Yeah, he do. Ey, es gibt Menschen, die werden mit solchen Sachen konfrontiert, ne, und ziehen sich solche Sachen, landen auf solche Partys und die können damit nicht umgehen, Bro. Weißt du? Ich kann mir vorstellen, dass viele von den Jungs auch einfach verrückt werden, weil die merken, was für eine ekelhafte Welt wir leben, so. Und die damit nicht umgehen können, keine Guidance haben, Digga, nicht spirituell auf irgendeine Art und Weise gefestigt sind, so, dass sie dann einfach durchdrehen, Bro. Kanye ist crazy, aber ich fühle den. Ich fühle den auch, Bro. Ich fühle den auch. Manchmal, tendiert halt auch zu zwei Seiten, Digga. Der Nigga ist auch ein bisschen bipolar auf jeden Fall. So. Bisschen schizophren. Auch einmal, weißt du, haut der voll die heftigen Real Talks raus, Bruder. Gibt voll Gas. Weißt du, sagt Sachen, die sich die meisten nicht trauen würden zu sagen. Und dann auf einmal macht der wieder nur noch Mainstream-Kacke, Digga. Postet seine Frau halt nackt den ganzen Tag.
und gibt mir wieder so Demon-Vibes, so. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, der ist auch ein bisschen stuck, Alter, in between, so. In einem weiteren Interview spielt er wieder auf diese Sache mit Diddy an. You know what I'm saying? We trying to do some real shit out here. You know what I mean? I got in my Diddy mode. I'm sorry, I start licking my lip. You know what I'm saying? You know what I mean? Yo, Diddy, you gave me the Oshkosh Goosmash. You gave me the Oshkosh Muaf. The Shmoosmash. Oh, shit. Okay. Diddy. Yeah, son. You know what I mean? Vor einer kurzen Zeit hat er auch nur Folgendes behauptet. We made love. We made love. Who you made love with? Diddy, Bow Wow, Busta Rhymes. Oh, shit. You just told me you seen Busta in the airport, too. Auch kam er ein bis zwei Monate vor diesem Vorfall in einen Livestream und erzählte, dass Diddy ihn umbringen will. How Diddy's trying to kill me? You know, Diddy and Jay-Z, Auntie Sean and Auntie Yolanda? My aunties, see this excuse my language, is getting out of hand. No matter how many contracts you try to take out on my life, no matter how many times you try to threaten my family or threaten people to stay away from me, no matter how many things you try to do to me and how many things you've tried to do to me, it ain't working. Die Geschichte mit der Sexierung von Diddy sollen etwas mit psychischer Knicks ist da. Mal einen Boss zu tun haben, der mit ihm das gemacht hat, was er jetzt mit den ganzen Leuten macht. Wer ist er denn? Und zwar der Mann, der die Bad Boys Vision von Diddy finanziert haben soll. Aha. Clive Davis. Clive Davis. Clive Davis ist ein amerikanischer Plattenproduzent, A&R-Manager, Plattenmanager und Anwalt. Clive Davis. Eine Sache interessiert mich mal jetzt ganz. Wie wird der geschrieben, Digga? Clive Davis mäßig, so? Clive Davis. Wikipedia. Davis wurde in Brooklyn, New York als Sohn seiner jüdischen Eltern Hermann und Florenz Davis geboren. Er studierte an dem... Okay. Alles klar, Bro. 1967 bis 1973 war er Präsident von Columbia Records. Von 1974 bis 2000 Gründer und Präsident von Arista Records, bis er Jay Records gründete. Nachdem Clive Davis in seinen Memoiren zugegeben hat, dass er bisexuell ist, haben sich für manche Gerüchte bestätigt, die schon lange rumgehen. Und zwar, dass P. Diddy für die Finanzierung von Bad Boys etwas mit ihm hatte. That I could be attracted to a man, while I still am very attracted to a woman. What the fuck? Eine weitere Geschichte über eine Party erzählt uns Rapper Lecrae. Zuerst sagte er, er war auf einer Diddy Party. Doch später schien es so, als ob er die Geschichte von der Diddy Party nicht erzählen wollte. Oder zumindest nicht seinen Namen erwähnen wollte. Er erzählte von einer Party, an der er teilnahm, in der spät am Abend ein anderer Rapper auf ihn zukam und ihm mitteilte, dass er um 1 Uhr nachts nicht mehr vor Ort sein will. Als er nachfragte, was um diese Uhrzeit passieren soll, sagte die Person ihm, dass er einfach nicht um 1 Uhr auf dieser Party sein will. Er deutete an, dass nichts für jeden ist. Doch genau deswegen blieb er auch. Gegen 12.30 Uhr bemerkte er, wie sich die Musik von Gangster-Rap zu etwas softerer Musik änderte. Später begab er sich auf die Treppe und sprach von einer Couch. Zuerst wollte er das Design der Couch beschreiben, entschied sich jedoch dagegen, weil man sonst direkt gewusst hätte, bei wem die Party stattgefunden hat. Auf der Couch sah er einen Haufen Männer und jeder hat es mit jedem gemacht. Später ging er noch ein bisschen rum und hat gemerkt, dass es nicht nur die Couch war. Das ganze obere Geschoss war voll. Jeder hat es mit jedem gemacht. Auch hat er erklärt, warum es viele Leute machen. Viele Leute sind nicht mal aber sehen, dass viele berühmte Leute auf diesen Partys sind, die daran teilnehmen. Und sie wollen dann nicht, dass man denkt, dass man der Außenseiter ist oder nicht reinpasst, da sie weiter Kontakt mit diesen Leuten haben wollen. Was ihm auffiel, ist, dass wenn Leute bestimmte Neigungen hatten und sich an den ganzen Sachen beteiligt haben, diese bevorzugter für die nächste Veranstaltung waren. Sie suchen sozusagen die Leute, die mitspielen und nur noch die werden eingeladen. Er erwähnte auch Brandon T. Jackson. Gleich mehr dazu. What I will say is at one particular party, lots of big names, there was an artist there who said, 1 a.m., make sure you're not here. And I was like, what? You just don't want to be here at 1 in the morning. I'm good, like, you know what I mean? Der erzählt die ganzen Sachen immer auf Deutsch und danach blendet er es ein, dann blendet er das Gleiche nochmal in Englisch ein, oder? I'm like, what you talking about? And on my way upstairs, there's like this couch. I won't say how the couch is designed because then that may give away whose party and whose house this was. On the couch, I saw a couple of guys really going at it, hard and heavy. And Digga, ich wäre sofort raus, sofort. Man, and I was like, oh, you know, my brain, I'm thinking, well, you know, this celebrity party, people do what they do.
as I started moving upstairs, I passed them up and I noticed that it wasn't just those two guys. It was more and more people just going at it. Shout out to my guy, Brandon T. Jackson, man. Brandon T. Jackson, I don't know what he's up to these days, but at this particular party, Brandon T. came up to me and he said, yo, man, like Satan will steal your soul in this industry, bro. And he was like, I loved the fact that he felt like, he's like, I love your soul and your spirit and I want you to thrive, Cray. I don't want to get devoured out. Brandon T. Jackson, crazy, crazy. Erwähnt wurde ebenfalls auf seine Erfahrungen mit Diddy Partys angesprochen. Das Einzige, was er dazu sagen kann, ist, dass Denzel Washington ihm über diese Partys gesagt hat, dass er einfach 30 Minuten bevor der Teufel da ist, gehen soll. Er sagte ihm immer, verlasse die Party 30 Minuten bevor der Teufel da ist. Krass, Digga. Nach der eigentlichen Party findet nochmal eine extra Party statt. Bruder, behind the scenes, jeder weiß Bescheid. Wo diese Aktivitäten stattfinden. What's up? Have you been to a P. Diddy party? have you been into these rooms where... Man, I leave 30 minutes for the devil get there. That's all I gotta say. Okay, there you go. That's what Denzel told me. Leave 30 minutes for the devil get there. That's so it. Leave 10 minutes before the devil get there, brother. Fuck. Have you ever heard someone say, hey, after party, XXX place, and you be like, man. It's always after party, but you leave 30 minutes for the devil get there. So that's what I'm saying. Was denkt ihr über diese Themen? Schreibt. Bro, die Themen sind crazy, bro. In die Kommentare. Liebe geht raus an Flex-Doku. Boah, das war ein heftiges Video mal wieder auf jeden Fall. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein, meine Jutzen. Ist nicht das erste Mal, dass wir ganz wilde Sachen über die Hollywood-Geschichten hören. Ja. Passt auf, Freunde. Ich glaube, solche Sachen passieren nicht nur in Hollywood, sondern generell im täglichen Leben sollten wir einfach darauf aufpassen, dass wir Werte und eine Moral haben. Weißt du, und unsere Werte und unsere Moral für nichts verkaufen und dafür immer hinterstehen. Dann sind wir auf der sicheren Seite, glaube ich. Immer schön göttlich bleiben, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.